Hallo und willkommen zurück zu Subnautica. Ich habe jetzt überlegt, dass wir erstmal den Bohrarm ausprobieren, weil wir ja sowieso zum Bauen Materialien brauchen. Also erst Materialien beschaffen und dann... Ich dachte eben, hier regnet es rein. Tropft es rein. Und dann gucke ich mal, dass ich hier, ob ich das irgendwie verbinde, die zwei Sachen. Andockstation und Basis, das war ja die Idee. Dass die sich eventuell auch die Energie teilen oder so, falls es klappt. Oder ich baue hier noch irgendwas hin. Ein Raum mit Bioreaktor. Ich wollte halt nur dann, dass der Raum auch nicht einfach so irgendwie irgendwo rumsteht, wollte ich das halt mit der Basis verbinden. Deswegen mal gucken. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt Material dafür. Und dann stapfen wir mal zu Aurora. Ja, das habe ich wieder gut gemacht. Muss nur gerade mal gucken, die ist in welche Richtung? Diese Richtung. Über Wasser springen. Ich bin echt gespannt, wie viel Titan und so ich da jetzt rauskriege, wenn ich da was abbaue. Titan und Quarz. Salz braucht ja kein Mensch. Aber erstmal hinkommen. Es gab sicherlich auch Orte, wo noch mehr oder bessere Vorkommen sind, aber ich weiß halt, dass bei der Aurora was war. Deswegen ist es jetzt erstmal mein erster Punkt, wo ich hingehe. Dass sich immer wieder dreht. Jetzt hängt es gerade sehr übel. Okay. Normales Quarz. Da ist die Frage, kann ich jetzt auch normales Quarz aufsammeln mit dem Arm? Ich glaube, das geht dann nur mit dem anderen, den ich jetzt gerade nicht ausgerüstet habe. Jetzt ist es schon wieder dunkel. Die Sonne geht unter, tatsächlich. Und die Texturen auch. Oh Gott. Ich dachte eben ganz kurz, das wäre der Leviathan, aber das ist ein Stück von der Aurora. Das sah so schlangenförmig aus. Das hat mich irritiert. Haben wir eigentlich da unten? Ich werde jetzt nicht damit reinspringen. Ich werde da rüberspringen. Jetzt finde ich natürlich nichts. Da gehen nicht mal so Quarzzeug rum und Titan. Konzentriertes Suchen. Vielleicht näher an der Aurora dran. Ich meine, so Zeug liegt immer rum, aber
Ja, da ist doch das Erste. Gut, dann probieren wir das mal aus. Mache ich das richtig? Bin ich so ganz sicher. Also es wird weniger, aber kommt auch bei was raus. So, und jetzt? Ja. Ich sehe mich selbst. Ach, das ist Kupfer. Achso, habe ich ja nicht schon 10.000 Teile von. Also das war Kupfer und man muss es dann so einzeln einsammeln. Das war Kupfer. Na sowas. Okay, dann weiß ich jetzt, wie Kupfer aussieht. Wie sieht denn dann Titan aus? Und sieht das überhaupt aus? Also ich meine, das wird es ja wohl auch geben. Am liebsten wäre natürlich Quarz. Weil Titan kriege ich auch so mit dem ganzen Zeug da. Es kann sein, dass es eher am anderen Ende war. Wo bin ich denn jetzt eigentlich gerade? Also leichte Orientierungsprobleme. Ich könnte mich natürlich nach dem Kompass richten, aber ich achte ja nicht drauf, in welche Richtung ich gehe. Ich fühle mich immer noch sehr unwohl, wenn ich so nachts an der Aurora vorbeilaufe. So, das wird wieder Kupfer sein. Das auch. Oh, Quarz. Ja, Quarz. Genau, hier war ganz viel Quarz. Eins. Dauert ein bisschen lang. Zwei. Drei. Vier Stück kriegt man schon nicht raus. Das findet der Sandhain nicht gut. Oh. Ich glaube sogar ein bisschen mehr. So. Kann ich dich anbohren? Na, du bist jetzt ein bisschen blöd hier. Geh weg. Bäh, wie so in den Mixer gesteckt. Man kann. Zwei. Vier, fünf. Da ist noch eins drin. Sechs, sieben. Es wären sieben, glaube ich. Sieben bis acht kriege ich da wohl raus. Ich schmeiß mal das Kupfer weg. Ah, das brauche ich gerade nicht. Ganz so dringend. Okay, aber da haben wir ja dann noch schön viel Quarz. Nur, dass ich keinen Platz dafür habe. Upgrades. Vorrat. Schön. Was essen, was trinken. Weiterbohren. Welcome aboard, Captain. Ich glaube, ich muss mich gar nicht so nach hinten stellen. Jetzt hänge ich wieder fest. Ah. Es fliegt einfach so weg. Ich brauche noch so ein Auffangnetz. Aber ich bin schon froh, dass das so ein Bohrgeräusch ist, das nicht an einen Zahnarzt erinnert. Von daher ist es schon mal okay.
Ja, hartnäckiges Zeug. Dieses Quarz. War es das? Ich bin nicht ganz sicher. Aber das liegt jetzt da so. Ich glaube, das war's. Da bleibt so ein Stückchen übrig. Ich weiß nicht, ob das so soll, ob man da noch was rausholen kann. Vielleicht wächst das auch nach. Also Höhlen entdecken ist bestimmt spannender als Quarz abbauen, aber das muss sein. Ich würde gerne noch Titan-Vorkommen finden. Andererseits, naja, hier liegt so viel Schrott rum. Nimmt ja nur so viel Platz weg. Sein Bohrarm-Upgrade, dass es schneller geht. Fenster kommen. Fenster können wir machen. Nicht toll. Die Melone noch essen. Hab ich jetzt alles? Okay. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und dann, hier hätte ich noch Platz. So, wo waren wir stehen geblieben? Entschuldigung für die Unterbrechung, bei mir hat es gerade an der Tür geklingelt. Der Götterbote hatte ein Paket. Und ich war dabei, Sachen abzubauen. Ich dachte, glaube ich, dass ich noch ein bisschen Quarz mitnehmen kann. Bah, ich laufe mal zu weit. Vier Stück, glaube ich, kann ich noch tragen. Eins ist schon weggeflogen. Zwei. Und das reicht. So. Inventar voll, Inventar voll. Okay. Soweit, so gut. Ich würde ja gerne irgendwie noch ein paar neue Sachen hier entdecken, so. Irgendwas, was ich noch nie gebaut habe oder sowas. Und, oder Biome, die ich noch nicht gesehen habe. Wobei ich glaube, ich mittlerweile schon ziemlich viel gesehen habe. Soll ich dich anbohren? Guck mal hier. Ab in den Mixer mit dir. Die sind aber ziemlich hartnäckig, dass sie das nicht tötet. Also ich glaube, die beste Kombination zum Ressourcensammeln ist der Bohrarm und der Greifarm. Also der Einsammelarm, nenne ich mal. Also jetzt nicht den fest... Also eigentlich ist das ja, also Grappling Hook an ist ja das eigentlich, aber ich meine den, wo man Sachen sammeln kann, halt aufheben kann. Weil zumindest so in Gebieten, die eben sind, einigermaßen, komme ich glaube ich auch ohne die Leine zurecht. Außer ich falle da rein. Aha. Und wenn man dann sammeln und bohren kann zugleich, ist glaube ich die beste Kombi. Ich will gerade mal ein bisschen gucken. Das war, glaube ich, nicht die
den Graben, den ich vorhin gesehen habe. Okay. Ah, jetzt hängt das wieder. Hab ich das hier schon erkundet? Es gibt immer so viele Stellen, wo so ein paar Kleinigkeiten rumliegen. Ob ich nie weiß, habe ich das jetzt schon alles eingesammelt und gescannt oder nicht. Aber das sieht mir irgendwie nicht nach irgendwas aus, was ich brauchen könnte. Ich brauche Zyklopenteile. Und das ging ins Nichts, aber es reicht. Oh, soll ich euch auch mal anbohren? Ich bin nicht brutal. Das Spiel verlangt das. Die mögen das. Das ist wie eine Massage für die. Oh, ich soll mir Platz für mein zurückgewonnenes Wasser machen, sehe ich gerade. Das ist okay, das brauche ich nicht. Den Platz schaffen wir gleich. So. Soll ich dich... Ach komm, wir gehen noch ein bisschen weiter ran. Muss ich so weit laufen? Schwimmen. Und dann darf ich jetzt die Basis ausbauen. Beziehungsweise mit der Andockbucht verbinden. Und dazu werde ich auf jeden Fall Glas benötigen. Besonders weil meine obere Station noch kein Glas hat. Über dem Aquarium. Bisschen Quarz werde ich wahrscheinlich auch brauchen. Ich werde wegen dem Titan, glaube ich, auf jeden Fall nochmal losziehen müssen. Das ist, glaube ich, eher das Problem momentan. Mampf, Mampf. Ich habe keinen Platz mehr. Ich muss noch... Was ist denn da der Terraformer? Terraformer, passt du hier rein? Gerade so? Und dann mache ich mich nämlich immer an die Arbeit, die zwei Dinge irgendwie hübsch zu verbinden. Hübsch wird es wahrscheinlich eh nicht. Ich befürchte das schon. Ich weiß nie, was... Das ist anbauen, das ist abbauen. Wächst da sowas Grünes? Ich hasse es. Der nimmt nicht immer alles weg. Das ist manchmal ein bisschen blöd. Dann bleibt sowas... Oh nee, bleiben die ganzen Pflanzen jetzt in der Luft hängen. Echt jetzt? Das
das ist ja jetzt ein bisschen sehr doof. Bleibt jetzt in der Luft hängen. Ich meine, den Pilz kann ich ja mitnehmen. Kann ich die kaputt machen? Nee, nee, ich glaube nicht. Scheiße. Ob sich das irgendwie verschwindet, wenn ich mich mal ausgelockt habe? Ich glaube nicht. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ein klein bisschen blöd. So war das nicht geplant. Sonnenfinsternis. Ach, ob ich die... Ich bin so ein bisschen kurz davor, die Aktion zu starten, das nochmal schöner zu machen mit der Andockstation. Da müsste ich die komplett wegnehmen. Brauche ich hier aber ein freies Inventar für wahrscheinlich. Und dann hier auffüllen und dann irgendwie erstmal Fundamente machen und dann vielleicht kann ich dann die Andockstation nochmal drüber setzen. Das wäre mein Wunsch, also wenn das ginge. Ich weiß nicht, ob man die über Fundamente setzen kann. Also das ist mein Plan und das nervt mich so ein bisschen hier. Andockbucht nochmal wegnehmen, auffüllen, Fundamente drüber, Andockbucht wieder draufsetzen. Ob das eine gute Idee ist, ob das so funktioniert, sehen wir dann in den nächsten Folgen. ja, ich bin gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.